Hallo liebe Actionbike-Fans und Freunde, ich habe hier tatsächlich heute in Misano unseren Marcel Schrötter, unseren bajuwarischen Nationalhelden hier stehen, der uns mit seiner Anwesenheit beehrt. Marcel, erstmal Gratulation zu deinem Wahnsinns-Pole-Platz, also Pole-Position dieses Jahr, wohl die ganze Zeit sozusagen, Podest auch. Und wie ist das denn so, das musst du mir mal sagen, wenn du jetzt bei der Pole-Position vorne niemanden vor dir hast? Ja, also Pole ist schon was sehr Schönes. Also generell das zu erreichen, das Schnellste zu sein am Wochenende oder im Training. Ja, Wahnsinn. Ist was Spezielles, wenn man dann schon am Samstag im Park von mir vorne steht und sich mit der ganzen Truppe freut. Und dann im Rennen einfach freie Sicht haben, natürlich erstmal am Start, ist cool, weil du einfach weniger Verwirrung einfach hast. Es sind doch viele Leute auf der Startaufstellung. Also Nicht-Fahrer und viele Gäste und so weiter und oder viele schöne Frauen. Die dich ablenken könnten. Die mich ablenken könnten. Heute hast du ja nicht das Problem, ich kenn's ja, das passt. Ja. Nee, aber es ist cool, man kann sich wirklich konzentrieren und es schaut immer gut aus, wenn man in die erste Kurve schaut und man kann sich einfach besser konzentrieren und ich hoffe, ich habe den Ausblick noch öfter dieses Jahr. Ja du, unser Plan ist ja eh für dich, also Pole. So und so am besten die Pole Position, damit du eben freie Fahrt fährst. Podest Nummer uno. Du musst dich natürlich noch an dem Schweizer Teamkollegen vorbeischieben. Einfach, wir haben ja gesagt, ich gebe dem ganz viel Schweizer Schocke und dann ist er ein bisschen langsamer. Aber was gefällt dir denn sonst so an deinem Traumberuf, sage ich jetzt mal, abgesehen von den Rennen am besten? Ja, einfach das Motorradfahren selber. Das Mopedfahren. Ja, genau. Vor allem, ja, lieben gerne Motorrad. Moped. Deswegen sind wir auch dieses Wochenende hier. Sehr cool für ein Actionbike, dass wir hier sein dürfen. Immer. Jederzeit. Und ansonsten, ich meine, die Reiserei auf einer Seite natürlich stressig, aber auf der anderen Seite sehen wir auch sehr viel. Auch wenn wir nicht sehr viel Zeit haben, wir kommen meistens an einem Mittwoch an oder so. Mhm. Und ab Donnerstag sind wir auf der Rennstrecke und reisen Sonntagabend, manchmal montags ab. Also man hat maximal zwei Tage, wo man halt ein bisschen was sehen kann und es ist schon cool, man kommt einfach viel rum. Ich habe schon im jungen Alter, glaube ich, ziemlich viel sehen dürfen. Warst du im Houston Space Center jetzt in Texas? Hast du das mitgenommen noch? Nein, war ich nicht. Warst du beim Rodeo-Reiten? Ja, aber schon vor ein paar Jahren. Da hast du schon Erfahrung drin. Ja, habe schon Erfahrung, ja. Aber man kann sich das schon so vorstellen jetzt für unsere Zuschauer und Zuhörer, man lebt quasi aus dem Koffer. Ist so, ja. Also selbst nochmal zu Hause, wenn man nur ein paar Tage zu Hause ist, denkt man sich oft, boah, den Koffer, eigentlich kann ich ihn so lassen, weil man hat meist die ähnlichen Klamotten dabei. Nur Wäsche, raus, rein und dann geht es wieder weiter. Weil öfter wie eine Woche ist man eigentlich nie am selben Ort. Wir haben ja gesehen, verkauft sie auch diese wunderschöne, es gibt ja 23er wunderschöne Unterwäsche. Habe ich mir sagen lassen, habe ich natürlich nicht selbst gesehen. Gibt es hier denn auch für unsere Fans zu kaufen? Können sich Leute fühlen wie du? Und in deiner Unterwäsche leider nein. Also das ist exklusiv für dich. Nee, eigentlich von Michael Jordan. das ist natürlich auch sehr klug. Ist cool, natürlich ja. Eine wundervolle Nummer. Genau. Unterwäsche leider nicht oder noch nicht, wer weiß. Aber sonst T-Shirts und alles kommt jetzt mehr und mehr. Also haben wir alles im Sortiment. Gibt es auch bald was Neues, dann Richtung Sachsen. Und der Triumph-Motor und du, ihr seid ja schon sozusagen Best Friends. Mittlerweile ist es ein Genuss dieses Jahr. Du sagst, jetzt haben wir mal den Motor im Macht Laden. Auf jeden Fall extrem viel Spaß. Also ich meine, wir waren letztes Jahr generell gut dabei, aber jetzt wirklich immer ums Podium zu kämpfen, um den Sieg zu kämpfen, macht einfach alles einiges leichter, weil man halt alles, oder für was man arbeitet, dann halt auch einfach belohnt wird und uns macht Spaß, vorne das Rennen anzuführen. Ja, die Hauptattraktion zu sein oder mit zu sein, ist einfach cool, anstatt einfach nur mit dabei zu sein. Ich meine, ein fünfter, sechster Platz in der Weltmeisterschaft ist genauso, ist gut. Aber natürlich sind wir alle da, dass wir Rennen gewinnen. Und da sind wir sehr nah dran und es macht riesen Spaß. Und das neue Motorrad funktioniert super gut und alles bestens. Da passt gut, Neige. Und wir sind mit dem Herzen immer mit dabei. Zum Abschluss will ich dir noch sagen, ich habe einen neuen Spitznamen für dich. Ich hoffe, das passt. Ich dachte mir, du bist einfach jetzt Marcel Pole Podest Schrötter. Und dann nächstes Jahr natürlich MotoGP hoffentlich. Also da wäre schön, wenn wir noch den Sieg mit einbauen in den Namen. Ja, also, ja den bauen wir noch mit ein, aber der kommt noch. Der fehlt ja nur, genau. Den musst du noch verdienen, aber da sind wir ja wirklich ganz sicher.
Und bald bist du hoffentlich auch mal daheim und kannst mal wieder ein richtiges bayerisches Bier genießen. Ja, weil hier in Italien, da kriegst du einen Espresso, aber sonst nicht. Genau, nee, das kriegen wir schon. Ja, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Auch super danke, dass du bei uns bei Action Bike dabei bist. Also ich bin auf jeden Fall die glücklichste, Team Action Bike auch. Und jederzeit bist du bei uns willkommen. Danke. Danke. Dann auf einen weiteren schönen Racing-Tag mit wunderschöner Sonne hier in Misano. Mua. Da kriegt ihr auch noch ein Bussi. Denk schon, denk schon. Danke.